So, liebe Leute, dann will ich mal Hallo sagen. Ich bin heute mit der Steffi im niederländischen Wald unterwegs. Wir waren ja hier schon häufiger. Und machen einen Overnighter und wollen gleich was Leckeres kochen. Und die Steffi, das ist die da. Die. Bisschen doof habe ich meinen Tab aufgebaut. Ich habe wirklich 8 Versuche gehabt. Naja, nicht ganz. Aber irgendwie ist es total komisch gewesen. Das Tab war einfach für die Verhältnisse hier mit 3x3 Meter zu groß. Ich hätte ein kleineres mitnehmen sollen. Man lernt nie aus. Und jetzt habe ich es einfach provisorisch so hingemacht. Ne? Lola ist natürlich auch mit am Start. Die liegt da. Die hat eben gefressen und ich glaube, die ist auch glücklich. Aber in der Mulde schlafen, ja gut, wenn die längst ist. Ja eben, hier von dem Baum. Steffi, was machen wir eigentlich hier gerade? Ja, frage ich mich auch. Nee, sag mal, was machen wir hier? Wir machen einen Overnighter heute. Genau, und im Moment suchen wir noch unsere Schlafplätze. Lola hat ihren schon gefunden. So, und jetzt seht ihr, die Steffi hat ihr Tarp aufgebaut. Zwar ein bisschen unkonventionell, aber sie weiß noch nicht, ob sie dort, da ist so eine kleine Mulde, ob sie da drin schlafen soll, in dieser Mulde, oder aber dahinter. Hier ist ja nichts gerade, aber egal. Oh, schön. Muss sie jetzt selber rausfinden. Aber dann schlafen wir die Füße wahrscheinlich ein, weil die Beine so hoch sind. Ja, richtig, genau. Aber wir werden es rausfinden. Steffi ist ja noch in der Ausprobierphase. Oh, so ist und schön. Wird sehen, wie es funktioniert. Ja, probier's. Super. Zeig mal, das ist Salz. Hui. Das sind Mühlen. Echt. Und das ist auch Salz. Aber du kannst auch Pfeffer rein. Cool. Ey, super. Boah, guckt mal. Von der Steffi. Geile Sache, ne? Und Steffi hat die Küche gebaut. Die will mir jetzt einen Kaffee machen, weil ich habe jetzt schon in diesen engen Behältnissen 4-mal meinen Tab aufgebaut. 5 oder 6-mal. Und jetzt habe ich es so einfach hingehangen, weil es wird wohl hoffentlich die Nacht nicht regnen. Schaut mal hier, was die Steffi zaubert. Kräuterbutter mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Was hast du da jetzt reingemacht? Knoblauchsrauke. Die wächst hier gerade. Ja, die haben wir gerade eben am Straßenrand gefunden. Straßenrand, am Wegrand, am Waldrand. Ja, am Wegrand, genau. Aber, ja, da ist ja nichts dran. Jetzt kriege ich mein Käffchen hier auch noch serviert. Ja. Boah, guck mal. Hast du einen Löffel? Ey, ja, habe ich. Wow. Steffi ist hier, die legt hier schon total los. Heute Abend gibt es dann Kartoffelchen mit Rotkohl und Apfelstückchen und Pulled Pork. So, ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Es wird nämlich jetzt so langsam dunkler, so allmählich, die Sonne ist wohl schon untergegangen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ja, 8 Uhr, 20 Uhr und da seht ihr unsere Küche, alles Spiritusbrenner. Wir werden also gleich unser Essen mit Spiritus als Brennstoff zubereiten, weil es einfacher ist. Und werden dann später dann den Hobo so ein bisschen stimmungsvoll mit Holz füttern. Jo. Und wenn es noch dunkler wird, packe ich gleich dann die Lampe auf die Kamera. Hier haben wir das Pulled Pork. Wie gesagt, wir haben auch fertig zu euch zurückgegriffen. Hier ist schon der X-Boil für den Rotkohl. Der Rotkohl ist ja schnell warm gemacht und da kochen wir unsere Kartoffeln drin. Ist der Feuer an überhaupt? Ja, ist an. Hab ich eben angemacht. Und ja, wie ihr seht, das wird ein nicht typisches Bushcraft-Gericht, weil, wie gesagt, einige Sachen sind halt fertig. Aber auf jeden Fall lecker. Hast du schon Hunger? Ja. Siehst du? Ja, es blendet ein bisschen. Das ist ein bisschen arschhell. Ich kann es leider nicht noch. Ich kann es heller machen. Aber kannst du nicht den Handschuh drüber stülpen? So sieht man dich aber nicht mehr. Was
Was sagt die Lola dazu? Die Lola, glaube ich, die freut sich drauf, wenn sie gleich. Oder eine Socke, da scheint die Pfanne ablenken. Durch. Ja, tu mal eine Socke drüber. Steck mal die Socke drüber. Nee. Ist auch zu. Wie gesagt, es ist eigentlich alles fertig. Die Steffi hat die Kräuterbutter natürlich selbst gemacht. Ach ja, da unter dem Deckel. Genau. Und Steffi, was sagst du? Lecker. Sehr schön. Jetzt kommt der gemütliche Teil. Das Feuer brennt. Und jetzt gibt es ein Jim Beam Cola. Yeah. Steffi und ich, wir lassen den Abend jetzt ausklingen, trinken unseren Cola Whisky und gehen dann irgendwann mal gleich ins Bett. Und ja, warten wir mal ab, wie die Nacht so wird. Wahrscheinlich sehr ruhig. Morgen früh sehen und hören wir uns dann zum Frühstück wieder. Bis dann, bye bye, schlaft gut.